Zwei Erde. Dann haben wir die Kiste auch fertig. Und dann müssen wir schon Level 9 sein. Oh, ich freue mich, wenn ich zum Trainer darf. Vor allem, wenn ich Level 10 erreicht habe, ohne zu sterben. Ja, und dann fehlt dir wahrscheinlich das Gold. Ja, mal gucken, ob 35 Silber reichen. Ich bin unsicher. Ich stehe da genau, wo ich hin muss. Also stirb. Pro Spell 40 Silber. Bitte? Pro Spell lernen 40 Silber. Ja, das wäre kritisch. Also, habe ich nicht. Ich glaube so 5 oder 10 Silber vielleicht. Also. Ja, die Max, die 10er Skills wahrscheinlich. Ja. Man muss ja auch nicht gleich die ganz höchsten lernen. Sollte man eigentlich schon, weil das merkst du halt. Ja, aber die verbrauchen halt auch ganz schön viel Mana. Ja, klar. Aber willst du mit Level, weiß ich nicht, 19 und Rang, weiß ich nicht, 3 Spells irgendwie rum und eiern? Weiß ich nicht. So, man darf ja dann trotzdem nicht nochmal zum Lehrer. Ja, eben. Achso, naja, gut, okay, ja. Dann. Du darfst einmal zum Lehrer und sobald du da fertig bist und sagst, okay, ich habe jetzt kein Geld mehr, keine Ahnung mehr, ich habe alles, dann war es das. Sobald du die Stadt verlässt, dann quasi ist Feierabend. Okay. Dann darfst du jetzt wieder mit Level 20 zum Trainer. Okay. Level up, nice. So, hier werde ich mich nicht großartig einmischen in die Quest. Sonst habe ich ein Problem. Achso, auch annehmen, alles klar. So, Moment, jetzt darf ich wieder auf die andere Seite der Tour schnell sein. Juhu. So, noch 80%, dann endlich zum Lehrer. Oh Gott. Eins, zwei. Lass mich in Ruhe. 3. Fuck. 4 Mobs. Du sollst doch nicht immer gleich durch die ganze Masse laufen. Ja, es tut mir leid. Lauf, Bitch! Jetzt bin ich in Ruhe. Hab nix. Geht weg. No risk, no fun. Gut, wenn ich am Ende an so einer Aktion sterbe, dann ist das meine eigene Dummheit. Ja. So, was muss ich jetzt hier machen? Hier gibt es eine Tasche für 22 Silber, dann bin ich pleite. Ich denke, da kommt bestimmt noch eine Quest, wo du eine Tasche kriegst. Ich habe ja eine, aber. Ich wollte es einfach bloß mal erwähnen. So, dann gucken wir mal runter, ob die Waffen schon wieder respawned sind. Wir sind jetzt bei knapp 40%.
Und dann ist die Sache ja auch noch die, ich sollte nicht gleich nach Geisterland laufen, wenn ich Level 10 bin. Das mache ich normalerweise immer, aber ich sollte das vielleicht mal nicht machen. Ja. Was muss ich? Kirschner, Wilderer, Gerber. Eigentlich sollte ich noch so lange hier bleiben wie möglich. Das ist Level 12 oder so. Ja, mal gucken. Schauen wir uns dann an. Immer noch keine Waffen respawnen. Was ist hier los? Das ist doch ärgerlich. Gut, dann gehen wir mal Richtung Silbermond. Quest, hier Flugpunkt mitnehmen, Quest annehmen, abgeben. Theoretisch könnte ich auch noch drei Bäumchen killen. Egal, jetzt hoffe ich erstmal Richtung Silbermond. Ja, da kannst du auch gleich an der City gehen. Ja, aber ich wollte noch ein bisschen hier bleiben. Das bringt mir jetzt keine Punkte für die letzten 50% nach OC zu gehen. Naja, da weiter küssen. Ja, aber dann kann ich auch schon mit Terris voll anfangen, quasi. Das ist genau dasselbe, als wenn ich jetzt nach Geisterland gehen würde. Ja, wobei es ja noch geringer stufige Quests gibt halt. Ja, aber die sollten, ja, eigentlich grün sollten sie nicht sein. Naja, aber GPP? Ja, auch wenn es nur ein bisschen ist. Ist ja egal. Ja, keine Ahnung, musst du wissen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich locker bis 12 hier immer sagen bleibe. Und dann erst rüber nach Geisterlande gehe. Und theoretisch Geisterlande bis 22 und dann halt Hügelande. Oder beziehungsweise Silberwald noch ein bisschen machen. Und dann erstmal gucken, ob ich überhaupt so weit komme. Ich meine, wir sind jetzt schon fast 2 Stunden unterwegs und noch nicht mal Level 10. Das darf auch keiner erzählen. Naja. Oh nee, ich glaube, die Quest ist hier ein bisschen doof hier mit den Face-Dingern hier. Da kommen da bestimmt gleich wieder 5 Mobs auf einmal hier. Warte mal. Ich versuch mal hier. Ah nee, das ist ein Zauber. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt hier? Weiß ich nicht. Ich versuche einfach mal einzupullen. Mal gucken, was passiert. Kommt da noch einer? Ja, okay. Kommt keiner, dann mache ich den jetzt einfach. Mann, scheiße. Kommen da bestimmt wieder 1000 Mobs, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne mich da in dem Gebiet einfach null aus. Sag ich doch. Oh, jetzt bin ich auch noch festgekettet. Ah, Hilfe! Scheiße. Eieieiei, 29. Oh. Nein! 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 Oh nein. Er hat verloren. Tja, du darfst jetzt noch das Gold an die Post bringen, wenn du lustig bist, oder die Läden neu anfangen. Wem soll ich den bringen? Du kannst jetzt deinen Charakter, also du kannst dich jetzt noch wiederbeleben, wenn du möchtest, und alles, was du hast, an deinen Main schicken, wegen dem Gold. Aber du kannst natürlich dich auch einfach ausloggen und den Lied nochmal von vorne anfangen. 20 Silber? Eben, keine Ahnung. Ist ja nur eine Idee, das dürftest du noch machen. Ja. Ohne Tasche. Irgendwie war das klar, dass es nicht funktioniert. Ich an. Welches Level warst du? Bitte? Welches Level warst du jetzt? 8 oder 9? 7. 7? Kurz okay. Vor 8. Also 7 kurz vor 8. Okay. Also es war einfach eine scheiß Idee, doch das dann zu machen. Versuchen. Wenn die mich jetzt nicht festgekettet hätten, hätte es funktioniert. Du hättest dich jetzt auch einfach beim Geisterheiler wiederbeleben können. Ach so, ja, stimmt, hast du recht, ja.
Also halten wir fest, Joker vielleicht doch die falsche Klasse. Nee, nicht unbedingt. Also ich weiß es halt nicht, das war jetzt einfach bloß blöd gelaufen. Gerade. Ja. Weil wenn man jetzt so eine doofen Quest macht, wie ich gerade vorhabe, hatte, dann kein Wunder, dass man stirbt. Sonst hätte ich bestimmt jetzt noch eine Weile durchgehalten. Ich mache einfach nochmal einen neuen Token und probiere es nochmal an. Ja. Wie gesagt, kann sich nackig ausziehen, alles verkaufen und das Gold rüberschicken per Post an dein Main und dann halt die Geeken nochmal neu anfangen. Aber ich darf jetzt nicht das Geld an den neuen Charakter schicken. Nein. Nein. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde dann aber freiwillig irgendwann sterben, wenn ich so zwei Gold habe oder so. Aber du machst ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Ich weiß nicht. Ich würde halt gerne noch das Level irgendwie hinkriegen, damit ich noch zum Lehrer kann und so weiter. Das würde ich gerne noch machen. Ja, dann machen wir die Challenge einfach nächste Woche wieder. Dann. Ja. Eventuell, wir wissen es ja noch nicht, irgendwann nach. Ja, müssen wir mal gucken. So, was haben wir denn hier? Berserker Damani, wie viel haben wir denn jetzt? Knapp 50%. Ja, guck mal, das geht doch eigentlich alle T-Fix jetzt, hoffe ich. Dann können wir zum Lehrer und dann. Du kannst ihn aber schon mal, also wie gesagt, den jetzt hier nackig machen, verkaufen, rüberschicken, löschen, neu erstellen. Und dann. Was hat schon. Achso, der Versand kostet auch nochmal, warte mal, 76, 46. So, 0. 30 Kupfer. Okay. Warte, naja. Beim nächsten Mal besser vielleicht. Was für Level seid ihr? 9. Okay, das geht ja. Das ist ja einfach nur, der eine hat mich einfach nur so, wie heißt das? Festgekettet. Na, nicht festgekettet, sondern. Ja, in so genetzt halt. Genetzt, genau, danke. Und dadurch konnte ich nicht fliehen und ja. Passiert. Huch. Das ist jetzt hier. Löschen. Was? Stell dir mal vor, das würde auf 79 passieren, der fehlt noch ein EP oder so. Ja. Ich glaube, das wäre kritischer als alles andere. Kann man das eigentlich jetzt den Titel von dem Stream ändern? Mal gucken. Ja klar. Du kannst auch das Genre ändern. Okay, so ein Priester. Ich brauche Axtwerfer. Aber das muss ich bei Twitch machen. Nö, das kannst du auch bei OBS machen. Ja, ich habe ja das Streamlabs hier. Achso, ja, gut, da kenne ich mich nicht aus, aber eigentlich müsste es doch gehen. Also rüber ist noch ein Axtwerfer, da müssen wir eh hin.
Nehmen wir den Axtwerfer noch. Anstellen, Stream. Wenn ich dann mache, dass das Bett twitcht. Im Studio. Twitch. Den Schattenpriester da hinten muss ich aber killen. Sonst komme ich nicht an den Cage. Black Phoenix ist, glaube ich, einer von dir, ne? Ja. Ja, okay, gut. Zwei Zuschauer. Hallo? Du und ich, oder wie? Hallo? Hallo? Schaffe ich den Berserker mit 50% Mana? Ich weiß es nicht. Setz mich mal ein bisschen. Egal, ich lasse es jetzt einfach so. Vielleicht kommen ja noch ein paar rein. Jo. Geld. Das Feuerblatt hat sich nicht verkauft, schade. So, Ein Heiltrank, den ich nicht benutzen darf. Oh, ein grüner Dolch. Den ich auch nicht benutzen darf. In der Zwischenzeit hier weit. Da vielleicht findet sich auch gerade eine Gruppe hier. Oh. Ja. Ich wollte noch ein bisschen. Ich bin jetzt bei 62%. Okay. So, was bin ich denn? Oh, das könnte jetzt schnell gehen. Na, siehst du. Da ist ein Tank dran und zwei DDs. Schnell weg. Saufen. Was er in den nächsten Mob reinlatscht. So, was brauche ich jetzt noch? Einen Axtwerfer brauche ich noch. Okay.
Aber ich sehe gerade keinen Schattenfresser, da hinten ist ein Berserker, den brauche ich auch nicht mehr. Schattenfresser, kein Axiafahrt gerade da. Nee. Hier drüben könnte noch einer sein. Schattenpriester, Berserker, Schattenpriester. Also noch ein Priester. Ist der Dick eine Axtwerfer? Und dann nur noch einen. Gut. Schildkröte hat mich gerade voll erschrocken. Ah, da hinten ist ein Axtwerfer. Level 8, nice. So, wo muss ich die an abgeben? Hinten in der Zuflucht, alles klar. Dann gehen wir da mal hin. Und dann sollten wir eigentlich schon relativ Level 10 sein. Schauen wir mal. Achthundertfünfzig EP und ein weißer Stab. Nice, nehme ich gerne. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas Graues an ihren Armschienen? Müsste ich eigentlich irgendwann mal austauschen. Das Hemd ist wurscht. So, dann einmal hier hinten abgeben. Ich verfehle uns jetzt noch 300 XP fehlen uns noch bis zum Level ab.
Jetzt sind die ganzen Ideen abgehauen. Jo. Ach, die komische Messung hier oben. Was kann ich denn sonst noch machen? Ah, Bäumchen unten, ne? Morgenluft, da mach ich das. Oder ich laufe hier einfach nur 3 Meter rein und hoffe, dass ich gleich entdecke. Hat natürlich nicht gereicht. Aua. Ja. Hast mich gepult, dann darf ich dich töten. Gib mir 162 EP und ich bin glücklich. Hey. 72 EP fehlen immer noch. Darf ich einen Mob killen? Oh nein, ich werde diese Bachtatze enden. Es ist kein Grind. Nein, das ist nicht so. Level 10. Aber Talente habe ich noch nicht, oder wie? Doch. Shadow, was haben wir denn hier? Erhöht Schatten, Zauberschaden um 2%. Gewährt euch eine Chance, Willenskraft zu gewinnen. Ja, ich glaube, das nehme ich. Das ist Mana-Rack. Mana-Rack ist immer gut. Und ich darf zum Lehrer. Ich bin gespannt. Wir haben 57 Silber. Ich kann noch ein bisschen was verkaufen. Ich bin gespannt. Dann blendet mal die ganzen Quests hier aus. Werden 57 Silber reichen, um zu lernen? Ich weiß es nicht. Hier an dem vorbei. Für eine Klasse Priester. Wo ist der? Ach, da hinten. Natürlich am Arsch der Welt. So, ich hoffe, ich habe jetzt kein Auto-Learning oder so. Zumindest sehe ich nichts in die Richtung. Nein, 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 nein,
jetzt hier die komischen Typen Befehl an Agenten benannt. Priesterlehrer, so, dann zeig ich mal her. Machtwort Sehenstärke, Machtwort Schild. Wie teuer ist denn der Scheiß? Ja, alles. Okay. Schattenmagie. Schattenwort Schmerz, Verblassen, Gedankenschlag würde ich auf jeden Fall gerne nehmen. Verblassen brauchst du nicht. Was? Nee, Verblassen brauche ich nicht. Göttliche Pein Rang 2, sehr gerne. Geringes Heilen Rang 2, sehr gerne. Erneuerung, sehr gerne. Rest brauche ich nicht. Geringes Heilen. Schattenwort Schmerz. Ja komm, dann nehme ich dich halt mit. Schild. Ja, sehr gerne. Und den Checker, wie gesagt, theoretisch durfte ich es halt mitnehmen. Dann nehme ich es mit. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und wie viel kosten die 9? Ach, Kupfer. Ja, 2 Silber. Das geht ja. Ja, das geht. Ah, ich würde noch ein bisschen was aufheben für Getränke. Ja. Auf jeden Fall. So. Wir hätten nur noch Rest, den ich nicht brauche, und Verblassen, die ich nicht brauche. Ja, das ist Quatsch. Das ist Müll. Vor allen Dingen, ich meine, das kostet zwar nicht viel. Der Rest kostet 2 ja. Silber und Verblassen 1 Silber, aber man muss es ja nicht zum Fenster rausschmeißen. Richtig. Gut, dann. Ach, das ist ja nur für Innis. Ja, eben. Oder für irgendwelche Gruppenquests oder so. Ja. Nein, ich will keinen Sing der Weisheit. Hat sich jemand gebufft? Ja, muss ich natürlich wegklicken. Ja. Danke, aber kann ich nicht. Musst du die anschreiben? Ich will kein Buff! Geh weg! Mach grad Challenge, schau ab. Na, da bin ich mir jetzt gespannt, ob du jetzt wieder besser zurechtkommst. Das werden wir dann nächstes Wochenende sehen. Ja. Oder übernächstes Wochenende, je nachdem. Ja. Oder irgendwann im Dezember. Nee, ich würde schon gerne versuchen, das irgendwie als Weekly-Projekt zu haben. Ja. Ob wir dann am nächsten Samstag Level 20 schaffen innerhalb von 2,5 Stunden, wage ich zu bezweifeln. So, Rüstung benutzbar. Stoff, klar. Rücken, was haben wir denn hier? Irgendwas Weißes vielleicht. Aha. Ein handgenähten Umhang. Ein Zigeunerumhang, für der mir genauso viel gibt, wie ich jetzt schon habe. Cool. Noch 3 Gold für weiße Handschuhe. Ich glaube, es hackt. 6 Gold für weiße Handgelenke. Ja, nee, ich glaube, das. Machen alle die Challenge. Ja, ich glaube auch. Die machen extra die Preise hier für solche Challenge-Guys. Ja. Wache, gibt's hier irgendwo ein Tuch- und Lederwarenhändler? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten muss ich halt Ruhestein nutzen oder so. Priester. Eigentlich müsste es ja sowas am Gasthaus geben. Was haben wir hier? Chemiebedarf, Reagenzien, Zauberstoffverkäufer. Oh, danke für den Zell. Ich guck mal im Gasthaus nach, ob es einen Ton- und Lederwarenhändler gibt. Dann dazu mache ich gleich Ruhestein, kaufe mir noch ein bisschen Wasser. Und dann ab die Fahrt.
Brot. Eiskalte Milch. Zwei Stacks. Nehmen wir drei Stacks. Nehmen wir vier Stacks. Wird reichen. So ist hier oben vielleicht ein Tuch und Lederwarenhändler. Küchen. Kochbedarf. Irgendwie war mir so, als wenn hier irgendwo mal einer war, aber ich habe vergessen, wo der war. Gut, dann Ruhestein. Zurück nach Morgenluft. Gastwirt, Handelswarenbedarf, Mischtwaren. Eine Quest mal nehmen, cool. Ist auch kein Tuch- und Lederwarenhändler. Nee! Handwerkswaren. Gastwart. Nö, nee, auch nicht. Gut, dann müssten wir theoretisch hier in die Ruinen zurück, aber darauf habe ich jetzt keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Wie ist denn das eigentlich mit den Rested, also wegen Erholung? Ich habe ja dann sehr viel Erholung wahrscheinlich, wenn ich mich im Gasthaus auslogge. Soll ich mich vor dem Gasthaus ausloggen, sodass ich relativ wenig Rested XP bekomme, oder? Weiß ich doch nicht, was du für Regeln gemacht hast. Ja, darum habe ich mich eigentlich nicht gekümmert, um das auszuloggen. Aber ich würde... Ich würde mich dann aber sicherheitshalber mal vor dem Gasthaus ausloggen. Was haben wir hier noch? Taschen. Feuerwerk. Juhu. Nee, ich lock mich dann ein bisschen weiter vom Rasshaus aus, dass ich hier relativ wenig XP bekomme. Rested XP bekomme. Wir sind jetzt bei Ausgeruht 6. Das ist okay. Gut, dann einmal ausloggen. Und gibt dann machen auch, wir. Also für eine Woche ist es ja trotzdem. Ja, aber wenn ich mich im Gasthaus auslogge, habe ich nächste Woche 150% erholt. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich logge mich zwischendurch bestimmt mal kurz trotzdem ein, um zu gucken, wie viel ich so für 24 Stunden kriege, aber ich hoffe, dass das nicht allzu viel ist.